Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele Ball, Freunde, ich wünsche euch einen friedlichen Tag, einen friedlichen Abend, einen friedlichen Morgen, wann immer ihr zuschaut. Ich beginne heute mal mit einem persönlichen Thema. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, gelesen, mitbekommen. Mein Kollege Hans Meiser, mit dem ich viele, viele Jahre lang gearbeitet habe bei RTL Plus, aber auch schon vor 53 Jahren bei RTL Radio, ist von uns gegangen und er war für mich ein wunderbarer Typ, auch so etwas wie ein Mentor später beim Fernsehen. Und auf jeden Fall haben wir viele merkwürdige Situationen zusammen gehabt, auch beim Fußball, beispielsweise bei der Katastrophe im Heyselstadion in Brüssel 1985 zwischen Liverpool und Juventus Turin, als Hans Meiser und ich gemeinsam live über diese Katastrophe berichtet haben. Ich aus dem Heyselstadion in Brüssel und er aus unserem Studio in Luxemburg. Ich habe aber auch sehr viele lustige Erinnerungen an ihn. Wir haben uns noch vor 4 Wochen getroffen. Er hat einen Radiosender an der Ostsee gegründet und ein Mann mit 77 Jahren voller Elan, voller Lust am Leben, voller Pläne ist von uns gegangen. Hier das Foto von uns beiden. Hübsche graue Haare, beide einen schönen Bauch. Schade, ich werde mich nicht mehr mit ihm unterhalten können. Noch eine kleine Erinnerung. Dieses Foto hier ist uralt von einem Fußballspiel. Hans hat sich überhaupt nicht oder nur ganz gering für Fußball interessiert. Und da habe ich ihn mal mitgeschleppt zu einem Spiel der RTL-Mannschaft. Ja, schaut euch mal bitte die Kulisse an. Da waren 20.000 Zuschauer, die unsere Betriebsmannschaft Fußball spielen sehen wollten. Die Betriebsmannschaft von RTL. Das hat mit Fußball nicht viel zu tun gehabt. Aber doch, an dem Tag, ja, Günter Netzer hat mitgespielt. Und da hat er mit mir gemeinsam die Mannschaften vorgestellt. Eine schöne Erinnerung. Kommen wir nochmal zurück auf Tuchel, auf Sky, auf das Spitzenspiel. Natürlich müssen die Dortmunder jetzt ein bisschen Häme mal wieder ertragen. Beleg dafür dieses Bild hier. Tja, wann hat denn Dortmund das letzte Mal gegen die Bayern gewonnen? Das ist dann so. Arndt Zeigler hat gestern nochmal darüber referiert, wie Tuchel sich benommen hat. Wie gesagt, man kann da sehr geteilter Meinung sein. Er meinte, er hätte sich wie ein 7-Jähriger benommen. Und Elf Freunde schrieb heute Morgen, Tuchel zu dünnhäutig und Sky zu sensationslustig. Ist das die richtige Formulierung? Ist das so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Wahrheit liegt natürlich wie so oft in der Mitte. Ich habe es jetzt in den letzten Stunden mehrfach gesagt. Im Angesicht vieler anderer Dinge ist es einfach albern, sich so zu benehmen. Also vielleicht oder möglicherweise sogar ganz sicher etwas besserwisserisch die Kollegen, die sogenannten Experten, aber dann am Ende auch fast kein anderes Thema mehr zu finden als Hamann und Lothar, das ist dann auch ja zu einseitig, finde ich. Also bitte nehmt den Fußball nicht ernster, als er ist. Ein Gerücht geht durch die Fußballwelt. Boateng nun doch zurück in die Bundesliga. Aber wohin? Zu einer Mannschaft, die gestern 2:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen hat. Großen Respekt vor Heidenheim. Bin gespannt, ob da was draus wird. War ein Gerücht heute. Manchmal sind Gerüchte völliger Unsinn. Und dann auch wieder erstaunlicherweise wahr. Morgen am Dienstag. Nee, wir haben ja schon Dienstag. Entschuldigung, ist ja der Podcast für Dienstag. Also es spielt Borussia Dortmund gegen Newcastle. Und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, ob die Dortmunder sich von diesem Schock erholt haben. 4:0 gegen die Bayern zu verlieren, das bleibt in den Klamotten hängen. In Newcastle haben sie 1:0 gewonnen, das war sehr eng. Also uns erwartet da morgen auf jeden Fall. Heute, ich betone das nochmal, je nachdem wann man diesen Podcast sieht oder hört. Es erwartet uns ein spannendes Spiel. So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein trauriger Uli. Warum? Der Anfang ist Erklärung genug. Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.